Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem ersten Umzugsvlog. Ich bin einfach in meiner Wohnung. Wir haben gerade einen DM-Call gemacht. Was soll ich sagen, Leute? Ich wohne jetzt. Ja. Was soll ich sagen? Es ist einfach meine Umzugswoche. Wir haben heute Donnerstag und ich ziehe in 2 Tagen um. Es ist immer noch so surreal für mich, wirklich. Und ich habe es irgendwie immer noch nicht so ganz realisiert und gecheckt, dass das wirklich passieren wird. Aber hey, jetzt sitze ich hier und habe eine neue Wohnung. Ja, wo soll ich anfangen? Ich habe schon in den vergangenen Videos erzählt, dass ich auf Wohnungssuche bin und auch, dass ich fündig geworden bin. Und es war alles eine sehr lustige Story. Also eigentlich hätte ich diese Wohnung gar nicht haben sollen, weil ich diese Wohnung auch nie besichtigt habe, beziehungsweise meine Mama. Meine Mama war nämlich bei meinen Besichtigungen. Und ich hätte die Wohnung nie haben sollen, aber sie wurde mir angeboten und ich hatte nur Fotos und ein Exposé und ich habe zugesagt. Und es klingt alles sehr risky, aber es hat sich bewährt. Es ist einfach alles gut gegangen. Ich habe eine Wohnung und die ist auch ziemlich geil. Ich war vor 2 Tagen dort und habe die Schlüsselübergabe gemacht und den Mietvertrag unterschrieben und habe dann auch zum ersten Mal die Wohnung gesehen. Träumchen, wirklich. Jetzt gerade scheint die Sonne auch komplett ins Schlafzimmer. Das heißt, wenn ich morgens wach werde, habe ich erstmal schön Sonne im Zimmer. Bin wirklich ultra happy gerade. Ultra, ultra happy. Ich war schon sehr, sehr glücklich, als ich in die Wohnung reingekommen bin, weil sie viel größer war, als auf den Fotos zu sehen war. Also ich habe sie als viel größer empfunden. Und ich habe auch direkt schon einfach Visionen gehabt, was ich wohin machen möchte und wie meine Küche aussehen soll, wie mein Wohnzimmer aussehen soll, was ich in meinem Schlafzimmer mache. Ich habe einen geilen Innenhof, wo ich mich hinsetzen kann. Also ich bin einfach all in all wirklich, wirklich sehr, sehr happy. Und das ist alles auch bezahlbar. Und eine Wohnung für mich alleine mit meinen Katzen. Es ist einfach ein Dream come true. Ich muss auch sagen, die letzten Tage waren sehr, sehr anstrengend, weil ich halt auch gerade die ganze Zeit noch arbeite und gleichzeitig irgendwie diesen gesamten Umzug manage. Aber ich bin wirklich stolz auf mich, was ich schon alles geschafft habe. Wie ihr seht im Hintergrund, ich habe auch schon eigentlich alles gepackt und alles fertig. Auf jeden Fall war ich in der Wohnung. Ich war sehr, sehr glücklich und war dann am Abend auch nochmal in der Wohnung und zwar mit Sarah. Und ich zeige euch einfach mal kurz, was wir Tolles gemacht haben. Hallo, Special Guest. Ja, wir haben gerade einen DM-Call gemacht. Der erste Wohnungscall. Oh, ich glaube, es läuft irgendwas aus. Es läuft irgendwas aus. Ein Reiniger. Das ist der hier. Naja, Grow-up-Hall. In so einem Putzmittel interessant wäre, weiß man, dass man alt wird. Voll. Also ich habe natürlich noch keine Lampen, deswegen ist jetzt mein Handylicht. Es ist, glaube ich, auch richtig, richtig schön, wie ich hier glänze. Und dich sieht man irgendwie gar nicht. Das sieht aus, als wäre man in so einem Horrorhaus. Aber hier sind halt noch keine Lampen. Was soll man machen? Amazing. Frosch All-in-One. Limone, Spültabs. Meine Spülmaschine ist noch nicht hier, aber egal. Ich habe mir von Swiffer so Staubwischer geholt. Auf klare Empfehlung. Ja, weil die sind besser als diese Fake. Ich habe welche, die riechen einfach. Ich weiß nicht warum, aber die haben so einen Duft, aber es macht gar keinen Sinn, weil der Duft bleibt ja nicht leben irgendwo. Ich finde halt bei Staubdinger macht es wirklich einen Unterschied, weil wenn die halt schlecht sind, dann voll. Dann verteilt sich so der Staubdinger. Ja, voll. Also, Spülbürste, Aesthetic. Spülschwämme. Die sind auch richtig gut. Die werden richtig langsam nur so Lappen. Es gab die Lappen nicht, die ich eigentlich haben wollte. Die aber auch voll süß. Lappen? Nein, die sind süß, aber das sind nicht so welche. Ich habe eigentlich so welche, die man in die Waschmaschine machen kann. Aber ich glaube, die sollte man nicht in die Waschmaschine tun, oder? Doch. Ja? Okay. Ich auch ein steckhaftes Geschirrspüler, das war spannend.
Im Besteckfach. Ja, okay, smart. Wild. Auf jeden Fall habe ich auch noch Müllbeutel. Wichtig, da hat Sarah mich erinnert. Das hätte ich nicht dran gedacht. Der Müll sortiert sich von alleine aus, sag ich ja nur. Okay. Der Shade. Boah, darauf freue ich mich ultra. Das ist ein Duo-Badeschwamm. Der ist so richtig fluffy, wie so ein kleines Kissen. Ich glaube, damit macht das richtig Bock, das Badezimmer zu putzen. Ich finde Badezimmer putzen richtig, richtig scheiße. Ja, aber ich glaube, damit macht das Spaß. Und wenn wir beim Badezimmer putzen sind, Dusch- und Badreiniger. Ich habe sehr viele Sprays gekauft. Dusch- und Badreiniger habe ich gekauft. Ich habe gekauft Glasreiniger für die Fenster, die wir heute definitiv nicht mehr putzen werden. Aber we tried. Spülmittel, Küchenhygienereiniger, Kloreiniger, ganz wichtig. Weil ich glaube, es ist noch ein bisschen nasty gewesen. Ja, und ich habe zum grünen Abschluss noch eine Fusselrolle gekauft. Ja, aber du brauchst eigentlich, hast du welche für deine Katzen? Aber brauche ich wirklich mal für Gäste? Ja. Weil für mich stört es nicht, aber Gäste stört es. Weil es stört es auch nicht. Wir sind beide so nasty. Ja, wir sind wirklich nasty. Aber wenn ich mal wen zu Besuch habe, der vielleicht auch eine Katzenhaarallergie hat, eine leichte oder sowas, ne? Ich habe aber noch den grünen Abschluss. Ja, stimmt. Ich habe mir nämlich Handseife gekauft. Und zwar teure von Jean und Len mit Pfingstrose, Litschi-Duft. Und die werde ich gleich benutzen in meinem Badezimmer. Haben wir da schon dran gerochen? Nee. Aber wir müssen die mal. Okay. Boah, die riecht krass. Die riecht richtig krass. Junge! Oh mein Gott, das ist der gleiche Geruch wie das Badeschaum-Ding, was ich mal hatte. Oh mein Gott, die ist gestört. Sorry, aber die muss ich jetzt für immer kaufen. Oh egal, wie teuer die ist. Okay, das war unser Haul. Swag! Ja, ja, es hat auch jetzt mehrere Umzüge ohne jemals gestimmt. Hallöchen aus meiner neuen Wohnung. Ich habe mich die letzten Tage nicht gemeldet, weil es einfach viel zu viel generell war. Was ja auch irgendwie verständlich ist. Ich bin ja nicht nur alleine umgezogen, ich bin mit zwei Katzen umgezogen. Was natürlich irgendwie so ein bisschen problematisch war, beziehungsweise einfach ist es nicht so easy. Und ja, aber wir haben es alle gut geschafft. Wir haben heute Montag, ich bin vorgestern umgezogen, am Samstag. Mein Umzugstag war auch sehr wild, also irgendwie auch sehr witzig. Ich habe das Ganze ja mit einem Umzugsunternehmen gemacht, weil ich es so stressfrei wie möglich haben wollte und mich so sehr darauf fokussieren wollte, dass ich und die Katzen gut hierher kommen. Und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Die waren super schnell, super zuverlässig, haben alles hinbekommen, haben das Klavier getragen, meine Möbel, meine Kartons, alles. Und ich war so erleichtert, als ich hier angekommen bin. Die Katzen hatten natürlich ihre Problemchen. Also Bobby war super aufgeregt. Er hat auch die ganze Zeit sehr schnell geatmet auf der Fahrt und hat auch gekackt und gekotzt. Danke, Bobby. Millie, gar nichts. Die hatten die ganze Zeit miaut auf der Fahrt. Die haben sich beide sehr, sehr tapfer geschlagen. Und ich muss auch sagen, als ich sie dann vorgestern Abend rausgelassen habe, waren die auch sehr neugierig. Also sie sind auch sehr schnell hier durch die Wohnung gegangen, haben sich nicht versteckt, sodass ich sie dann gestern früh, also am Sonntag, auch schon in beide Zimmer gelassen habe. Und jetzt laufen die hier rum und fühlen sich, glaube ich, schon sehr wohl und zu Hause. Wir können ja mal kurz gucken, was die beiden machen. Da oben sitzt gerade die kleine Millie auf dem Kratzbaum und schläft. Oh, ganz müde. Und Bobby liegt hier im Badezimmer auf der Matte. Oh nein, wie süß. Du kleiner Spatz, du kleiner Spatz. Aber ja, ich habe das Gefühl, den beiden geht es sehr gut und das ist die Hauptsache. Ja, jetzt wird es natürlich auch schon irgendwie wieder dunkel. Ich habe die letzten Tage hier sehr viel geräumt, sehr viele Pakete ausgepackt und sowas. Und ich weiß nicht, wie viel ich euch jetzt noch so zeigen kann, wenn es jetzt schon wieder so dunkel wird. Aber ja, ich bin schon recht weit gekommen. Das hier ist mein Schlafzimmer. Ich habe hier wie immer so einen Raumtrenner mit dem Kallax gemacht. Unter meinem Fenster ist mein Schreibtisch. Hier hinten in die Ecke kommt meine Ankleideecke mit Garderobe. Also hier kommt noch meine Kleiderstange hin und mein Spiegel. Für schöne Spiegel-Selfies. Hoffentlich irgendwann, wenn der Hintergrund schön ist. Genau, dann habe ich halt hier so meinen Raumtrenner und mein Bookcard an meinem Bettchen. Die Regalbretter kommen noch da drüber, die Bilder kommen noch hin und so weiter und so fort. Gegenüber vom Bett habe ich meinen Fernseher, meinen kleinen. Und ganz viele Bücher. Hier kommt nämlich meine Bücherecke hin, also ein Bücherregal und vielleicht noch ein kleiner Lesesessel. Das sind gerade meine ganzen Bilder sind ja noch drin. Aber das Schlafzimmer ist auf jeden Fall deutlich größer, als ich
gedacht habe, wow, so spacious. Und dann kommt man gegenüber ins Wohnzimmer. Aber im Wohnzimmer sieht es mittlerweile so aus. Mein Sofa steht, mein Klavier steht, mein Fernseher steht. Die Pole-Stange habe ich heute tatsächlich noch nicht angebracht bekommen. Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln, weil ich glaube, mir fehlt ein Teil, ein Verlängerungsteil. Dieses Verlängerungsteil ist tatsächlich zu lang. Und ja, ich habe leider irgendwie kein anderes mehr. Und hier ist noch ein bisschen Chaos. Das sind alles Sachen, die in den Keller kommen. Oh, hier kommt eine kleine Girly-Ecke hin mit meiner pinken Gitarre und den Schuhen und so. Das wird ganz cool. Und die Küche, wo noch keine Küche drin ist. Ich habe so richtig sporadisch einfach nur so eine kleine Kochstation und meine Kaffeemaschine und ganz viel dreckiges Geschirr, wofür ich noch zu faul war, es zu spülen. Aber so sieht das jetzt hier bisher aus. Also, es gibt wirklich noch einiges zu tun hier. Aber ich bin schon mal stolz und froh auf über alles, was bisher geschehen ist schon. Und morgen werde ich meinen ersten IKEA-Trip machen und werde so ein paar Basics kaufen gehen. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Ich habe bisher nur beim DM Sachen gekauft, also so Putzmittel und sowas. Ja, und morgen geht es dann in den IKEA und ich nehme ein paar Sachen mit, die mir noch fehlen. Und jetzt vielleicht noch die Frage aller Fragen. Wohin bin ich überhaupt gezogen? Ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Und zwar habe ich eigentlich schon seit längerem überlegt gehabt, wegzuziehen aus Berlin, weil ich einfach in der Stadt mich nicht so zu Hause gefühlt habe und weil die Mietpreise einfach unfassbar hoch sind und ich, dadurch, dass ich so viele Hobbys habe und Katzen habe und sowas, eigentlich schon auch eine große Wohnung haben möchte. Und deswegen habe ich halt immer mal wieder überlegt und ich wollte eigentlich auch immer irgendwann wieder zurück nach NRW, beziehungsweise ist mir das irgendwann bewusst geworden und dann habe ich immer überlegt und irgendwie habe ich dann über Köln nachgedacht und dann dachte ich mir, okay, aber es ist halt genauso teuer wie Berlin, es macht gar keinen Sinn. Dann habe ich irgendwie halt über Bochum nachgedacht, da habe ich ja früher gelebt, also meine ersten 18 Lebensjahre habe ich in Bochum verbracht, da bin ich groß geworden, aber irgendwie wurde ich damit auch nicht so glücklich, weil ich mir dachte, okay, erstens, ich bin da groß geworden und ich habe da so eine Connection zu, aber ich weiß nicht, wie gut es ist und wie gut mir das tut, dort zu sein, wo ich groß geworden bin und wo ich auch viele negative Erfahrungen gemacht habe und ich glaube, es hätte sich ein bisschen wie ein Rückschritt angefühlt und dann habe ich auch halt irgendwie so gedacht, okay, ich weiß nicht, ob das so der Ort ist, an dem ich sein möchte. Dann habe ich im März mit der lieben Sarah gesprochen an ihrem Geburtstag. Da war sie nämlich bei mir zu Besuch, beziehungsweise bei meinen Eltern, Nähe Köln. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Essen. Und wir haben so drüber nachgedacht und drüber geredet, über Essen und haben dann angefangen nach Yoga-Studios, Pole-Studios zu gucken, haben dann angefangen Immobilien-Scout zu gucken, nach Wohnungen und haben irgendwie gemerkt, so, wow, krass, man kann sich da das Leben leisten und irgendwie ist die Stadt auch ganz cool und wir haben uns da sehr schnell reingeritten und gesagt so, ja, oh mein Gott, wir ziehen nach Essen und dann habe ich aber gemerkt, dass es wirklich das erste Mal ist, dass ich über eine Stadt nachdenke, dahin zu ziehen und ich irgendwie keine Grenze finde. Also ich finde keinen Grund, warum es nicht Essen sein sollte, weil die Mietpreise stimmen, die Wohnung stimmen, die Lage stimmt. Ich bin super schnell bei meiner Familie, also meine Familie ist legit einfach um die Ecke. Und ich bin aber auch super schnell in Köln. Ich habe hier aber auch coole Angebote. Es gibt coole Restaurants, es gibt irgendwie coole Gyms, coole Yoga-Studios und all das, was ich haben möchte. Dann hat sich der Plan irgendwie so ein bisschen verfestigt. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich wohne jetzt in Essen. Ich wohne einfach jetzt in Essen, da wo ich geboren worden bin tatsächlich. Geborene Essenerin. Und jetzt wohne ich hier einfach wieder. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gepeilt. Also ich bin wirklich noch gar nicht irgendwie hier angekommen. Aber ich bin auch einfach noch nicht so viel draußen gewesen. Ich habe noch die ganze Stadt vor mir zu erkunden. Also ich habe hier nie gewohnt. Ich habe in Bochum gewohnt. Ich war natürlich immer in der Essener Innenstadt ab und an. Aber viel von der Stadt kenne ich noch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich mir denke, okay, es gibt super viel zu erkunden. Und ich kann mir super viel anschauen hier und das finde ich toll. Das finde ich wirklich, wirklich toll, weil es fühlt sich an wie ein Neuanfang, aber immer noch in einer sehr vertrauten Umgebung. Ich bin immer noch in der Nähe von meiner Heimat und ich sehe das Ruhrgebiet auch immer noch irgendwie ein bisschen als Heimat an. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich fühle mich bisher sehr wohl mit der Entscheidung. Bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Es hat sich auch nicht angefühlt wie ein Abschied aus Berlin, sondern ja, ein Neuanfang. Und ich wusste, hier wartet viel auf mich, hier warten viele Freunde auf mich und bin einfach happy. Ich bin einfach happy. Ja, Leute, und ich habe irgendwie noch kein Internet, deswegen ist mir immer so ein bisschen langweilig. Also ich habe jetzt gerade Bachelorette geschaut, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas gucken, weil ich auch nicht so viel Datenvolumen noch habe. Aber morgen geht's nach IKEA. Ich bin sehr gespannt, was ich alles kaufen werde. Ich glaube, ich werde mehr kaufen, als ich eigentlich geplant habe. Und dann kann ich euch morgen auch nochmal die Wohnung so ein bisschen im Helleren zeigen. Aber ja, Leute, Umzug ist dann. Ich bin so happy, wirklich.
meine Lieben. Oh, ich komme gerade vom Ikea nach Hause und ich bin unzufrieden, weil sie hatten keine Veggie-Hotdogs. Das heißt, ich bin hungrig und hungriger, als ich geplant hatte zu sein zu diesem Zeitpunkt. Aber naja. Ja, ich war beim Ikea. Ich habe einige Sachen gekauft, die ich kaufen wollte. Ich glaube, ich habe nur 3 Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, nicht gefunden. Beziehungsweise sie hatten sie nicht da. Und zwar ist es einmal diese runde Lampe von Ikea. Obviously. Die man in jedem Einrichtungs-Pinterest-Board sieht. Mit diesem orangenen Licht. Die Glühbirne dafür habe ich schon gekauft. Die gab es. Aber die Lampe nicht. Also online stand, dass 2 im Vorrat waren. Aber ich glaube, es hätte sich nicht gelohnt, danach zu fragen. Weil wenn da 2 steht, heißt es nicht unbedingt, dass es noch irgendwo 2 gibt. Genau. Dann eine Handseifenhalterung, also so eine für so normale, so eine Stückseife. Da hatten sie nur eine richtig hässliche, wo ich dachte, okay, nee, da gucke ich lieber nochmal bei Sostrene, Gräne oder sowas. Und ja, Deckenlampen habe ich jetzt nur 1 gekauft fürs Badezimmer, weil da ist es mir relativ egal, was da hängt. Genau. So, dann fangen wir doch mal an mit meinem Haul, würde ich sagen. Ich habe schon auch einige Sachen gekauft. Und zwar zuallererst habe ich mir so einen Wäschekorb gekauft mit so einem Gestell. Einfach, weil es das günstigste war für 5 Euro. Das ist mir auch jetzt relativ egal, wie das aussieht. Aber ich wollte halt einfach irgendwas, wo ich meine Wäsche reintun kann. Dann, wie gerade schon angekündigt, habe ich eine Lampe für das Badezimmer gekauft. Und zwar ist es einfach so eine runde. Und soweit ich es verstanden habe, ist da direkt schon das Leuchtmittel mit drin. Also ich habe jetzt keine... Also hier steht LED-Leuchtmittel integriert. Also habe ich jetzt keine Glühbirne oder sowas dafür gekauft. Und ich hoffe, das ist richtig gewesen. Oh, die ist voll eindrückbar. Ich habe literally keinen Plan, wie man sowas anschließt. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Okay, keine Ahnung. Das wird mir irgendwer anschließen müssen, weil ich kann keine Lampen anschließen. Aber ja. I guess. Auf jeden Fall fürs Badezimmer noch eine Lampe. Ich glaube, das meiste habe ich tatsächlich fürs Badezimmer gekauft. Ich habe nämlich auch noch so einen kleinen Mülleimer in lila. Den fand ich sehr, sehr süß. Oh, hallo Milli. Hallo Milli Maus. Oh, oh, die habe ich nicht bei Ikea gekauft. Die gab es bei eBay Kleinanzeigen. Nö, Milli. Oh, du bist so süß. Oh, mein kleiner Schatz, du bist so süß. Ich habe dich so gern. Dich so gern. Möchtest du nicht auf mein... Ah! Immer diese Krallen, meine Güte. Ja, auf jeden Fall habe ich mir so einen kleinen Mülleimer gekauft und auch eine Duschhalterung für meinen ganzen Duschstuff und einen Seifenspender. Den fand ich irgendwie richtig schick und cool. Mal was anderes. Man drückt halt hier oben so drauf. Okay. Ihr wisst, wie ein Seifenspender funktioniert. Den fand ich sehr hübsch mit dem Gold auch. Ich habe ja viele goldene Details auch so in meiner Wohnung. Ich will auch meine Küche mit goldenen Details machen, also mit goldenen Henkeln und sowas. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am struggeln, was genau ich will und mir aussuche. Aber, und ob ich es liefern lasse. Aber ich denke, ich muss es liefern lassen im Endeffekt. Ja, Küchen sind halt so oder so teuer, ne? Für die Küche, ich glaube, ich habe schon viel Küchenstuff. Ich glaube, ich werde Teller brauchen, aber da habe ich jetzt einfach noch nicht, also den Kopf für, weil ich auch noch meine Küchenkartons noch gar nicht ausgepackt habe. Das kommt alles noch, wenn die Küche steht und so, aber ich habe schon mal Tupperdosen gekauft, die habe ich nämlich nicht. Und Tupperdosen können nie schaden. Ah ja, hier ist die Glühbirne für die Lampe, die ich mir dann noch kaufen werde, die halt in verschiedenen Farben leuchten kann. Ich finde es sehr, sehr cool und sehr, sehr schick mit diesem orangenen Licht. Ich habe mir eine Fusselrolle mitgenommen, weil ich habe Katzen und es gibt sicherlich Menschen, die keine Katzenhaare an ihrer Kleidung haben wollen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und fürs Sofa habe ich so eine rosane Kuscheldecke gekauft. Die werde ich gleich auch direkt mal auspacken und aufs Sofa schmeißen. Was natürlich nie fehlen darf, sind Zimtschnecken. Beziehungsweise das sind die Vanille-Zimtschnecken. Ich hab so scheiße Hunger. Day, my friends. Da ich ja noch keine Küche habe, bestelle ich gerade ein bisschen mehr Essen als sonst. Aber ich hatte auch einen Uber Eats Gutschein.
Auf jeden Fall gibt es gerade bei mir Brotsticks, eine Burrito Bowl. Oh, die sieht schon sehr, sehr geil aus. Ein Bananenbrot und ein Infused Water. Und normalerweise würde ich niemals so viel bestellen, aber ich musste auf über 20 Euro kommen, um die 15 Euro Rabatt zu bekommen und habe jetzt insgesamt mit Servicekosten und allem irgendwie 11 Euro gezahlt. Und ich finde das voll fair für das ganze Essen. Und ich muss ja auch einfach irgendwas essen. Und es hat geregnet. Ich habe keinen Kühlschrank. You know the deal. Auf jeden Fall, kleines Update. Ich habe mir meine Küche bestellt. Die wird nächste Woche ankommen. Mein Kühlschrank kommt, glaube ich, diese Woche noch. Da habe ich auf jeden Fall eine Versandbestätigung bekommen. Meine Waschmaschine ist angekommen. Hier steht das gute Teil. Muss natürlich noch angeschlossen werden. Aber ja, das ist so der aktuelle Stand gerade. Ich bin auch einfach wieder am Arbeiten. Das heißt, ich bin busy, busy in allen Ecken gerade. Und ich würde an dieser Stelle den Vlog auch erstmal beenden. Und dann in einem zweiten Teil, Umzugsvlog, weitermachen. Wenn dann die Küche langsam ankommt und sowas. Und sicher einfach ein bisschen mehr noch tut. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel, um meinem Umzug, meiner Umzugsstory weiter zu folgen. Ich freue mich total auf die Reise. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt und alles, was jetzt noch so kommt. Ja, und euch auch mitzunehmen dabei. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag heute noch. See ya. Bye.